12:30 Uhr, letzter Vortrag für heute. Super Thema von Matthias Schröder. Arbeitet bei Kühn & Nagel, unserem allseits bekannten Logistiker hier aus Hamburg. Ist seit 10 Jahren in der Softwareentwicklung. Mehr sage ich dazu nicht. Er hat gleich noch ein paar Worte zu sich selbst auf den Slides, sagt er gerade. Das Thema, um das es geht, ist, heute schätzen wir mal nicht, oder wie macht das der Wetterbericht? Und in dem Subtext habe ich noch gefunden, probabilistisches Forecasting erklärt für alle, die studiert haben. Ich finde das Thema deshalb besonders wichtig, weil ich genau heute im Nachgang nochmal einen Termin zu dem Thema der Schätzung habe mit einem Auftraggeber, für den ich gerade arbeite. Ist eine Wissenschaft für sich. Insofern, ich hoffe, du kannst mir heute noch ein bisschen Handwerkszeug mitgeben. Und in dem Fall oder jetzt sage ich, hit the road, gib alles. Ja, danke, Patrick. Erwartungshaltung ist ja jetzt extrem hoch. Nein, überhaupt nicht. Ich bin total entspannt. Ja, ganz witzig, dass du hier mit dem Studieren anfängst. Ich habe das nämlich gar nicht gemacht, aber das nur nebenbei. Für die Leute, die mich nicht kennen, das sind wahrscheinlich ziemlich viele, kurz 2 Sätze zu mir, wer ich so bin. Das bin ich im Büro. Ich bin bei Kühne & Nagel angestellt als agiler Coach. Was auch immer das bedeutet, das füllt ja jeder so aus für sich, wie es so funktioniert und wie es vielleicht auch eher nicht funktioniert. Aber das ist die Rollenbeschreibung, die ich so habe. Da ist es natürlich so, dass man eine gewisse Leidenschaft dafür hat, Software zu entwickeln oder halt Sachen zu sehen. Und das funktioniert am besten, wenn man sich weiterbildet. Und wie kann man das machen, außer mit Büchern, die für mich sehr theoretisch sind. Man macht es halt so in User Groups oder Konferenzen, so wie dieser. Das ist nur so eine kleine Auswahl von Sachen, wo ich ab und zu treffen bin. Nur so für euch nebenbei. Meine zweite Leidenschaft ist der Fußball. Ich coache nämlich auch eine Jugendfußballmannschaft. Das ist auch sehr spannend. Und daneben habe ich auch noch eine Familie, da funktioniert das mit dem Coachen nicht ganz so gut. Vielleicht können das nur einige bestätigen. Okay, kommen wir einmal zu der Motivation, warum ich überhaupt hier bin und was ich euch da erzählen will. Patrick hat es schon zum Anfang gesagt. Ich bin seit circa 10 Jahren in der Softwareentwicklung und vor circa 6 Jahren ungefähr hat mich so dieses Agile erreicht. Und da fängt man so an mit so einem Scrum-Team und ist vielleicht auch noch so ein bisschen grün hinter den Ohren und da muss man ja auch immer so schätzen und so weiter und so fort. Und da war ich natürlich auch so die Scrum-Mutti und habe natürlich alle beschützt und wollte auch, dass das Management auch draußen bleibt und Schätzungen sind ja Schätzungen. Und, aber irgendwie habe ich da immer so Bauchschmerzen dabei gehabt. Dazu kommt, dass Schätzungen an sich, das habe ich ja jetzt erst mittlerweile gelernt, dass Schätzungen an sich falsch sind. Das kann man jetzt so drehen und wenden, wie man will. Das Problem in der Produktentwicklung ist aber, wenn ich eine Schätzung abgebe, es ist hauptsächlich das Ziel, das ich nachher erreichen möchte. Es ist total egal, ob ich früher fertig werden kann oder ob es später wird. Ich muss irgendwie diese Schätzung erreichen. Das ist jetzt vielleicht auch eine Hypothese, die ich aufstelle. Mal gucken, ob wir die validiert kriegen. Das bedeutet, diese Schätzung wird zum Ziel und nicht mehr der Produktmehrwert. Ja. Probabilistisches Forecasting ist total trocken. Total trocken. Ich habe das vor 2 Jahren auf einer Konferenz gesehen, gehört, habe mir gedacht, Mensch, das passt. Da will ich mal mehr drüber erfahren. Und ich bin, wie gesagt, so ein pragmatischer Typ. Ich versuche da immer so Beispiele aus dem Leben ranzuziehen und da habe ich mir so einfach mal das Wetter angeguckt, ne? So wie hier heute zum Beispiel. Gehen wir da gleich mal rein. Wie komme ich darauf, dass das Wetter und so eine Softwareentwicklung oder Produktentwicklung da überhaupt gleich sind? Inwiefern sind die sich ähnlich? Ne, es gibt so verschiedene Arten von Wetter, so Regen, gucken wir raus, sehen wir.
kann es auch mal wölkig sein. Gibt es natürlich auch mal ein dickes Gewitter. Oder halt eben Sommer. Das Ganze ist abhängig davon, wo ich mich befinde. Irgendwo an einem Ort nahe dem Äquator. Ne? Das ist natürlich wahrscheinlicher, dass ich sowas habe. Oder halt eben in Hamburg. Da ist ab und zu bewölkt. Und das Ganze, in diesem Fall können wir erklären. Da spricht man von Deterministik. Ja? Also so Regen entsteht, weil irgendwo mal was verdampft ist, dann bildet sich eine Wolke, dann wird die durch den Wind irgendwo hingetragen, dann regnet das wieder. Und ja, das können wir uns erklären. Ja? Das ist klar. Da gibt es aber auch noch etwas, das nennt man die Chaostheorie. Ja, es kann sein, oder noch besser gesagt, die Chaostheorie besagt, wenn irgendwo in Brasilien ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, kann das dafür sorgen, dass in Texas ein Tornado entsteht. Warum erzähle ich diese Geschichte jetzt? Ich will damit sagen, dass wir das Wetter nicht exakt vorhersehen können. Es gibt immer, also es ist unheimlich dynamisch. Ja, es gibt immer irgendwelche Sachen, die dazu beitragen, dass sich das Wetter, egal wie der Forecast, wie der Wetterbericht ist, dass es sich ändert. Wir können das auf einen kurzen Zeitraum, ja, so für morgen können wir das wahrscheinlich ganz gut machen, übermorgen auch. Nächste Woche wird schon schwierig. Wir müssen davon ausgehen, dass wir eher mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ja? Und da kommt der Link jetzt zur Softwareentwicklung. So eine Softwareentwicklung ist aus meiner Sicht auch extrem dynamisch. Ich erkläre euch jetzt kurz, warum. Da gibt es so ein Softwareentwicklungsteam. Ja? Das ist total komplex. Wer sich damit mal auseinandergesetzt hat, es gibt viele Leute, die müssen irgendwie miteinander arbeiten, die reden miteinander, die reden vielleicht nicht miteinander im schlimmsten Fall, die fehlen vielleicht mal, ne? Da sind so freie Plätze, lachen bei der Arbeit, lachen eher nicht. Der eine hat Stress zu Hause, der andere nicht. Wie wollen wir sowas vorhersagen? Das war die Teamsicht. Jetzt geht es so auf so ein etwas größeres Unternehmen. Ne? Man hat vielleicht mehrere Teams. Ja? In diesem Beispiel 4. Die entwickeln da irgendwie so eine App. Dann gibt es da noch so Backend-Systeme, die werden entwickelt. Die liefern irgendwelche Daten, die konsumieren die. Das eine Team ist für diese App zuständig, das andere Team für diese App. Und irgendwo gibt es dann immer wieder Abhängigkeiten. Und jedes Team, ja, wenn wir jetzt nochmal auf das Bild davor achten, jedes Team hat ja so seine eigene Komplexität. Ja? Ich sehe ab und zu so fragende Gesichter. Das ist jetzt eine Geschichte, die ich erzähle. Und es ist, wie gesagt, total theoretisch. Und ich versuche das einfach. Ne? Wir können ja danach nochmal sprechen, ob das funktioniert hat oder nicht. Also viele Teams, noch mehr Komplexität. Dann kommt da noch so ein Manager, der hat vielleicht auf einmal keine Lust mehr, Geld dafür auszugeben. Der will vielleicht eine Priorisierung ändern. Ne? So, all das beeinflusst das Endergebnis nachher, was wir erreichen wollen. Ja? Dann gibt es da noch so einen User, der sendet Feedback, der damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, der erhöht die Komplexität noch mehr. Also ich hoffe, jetzt habe ich es klar gemacht, warum für mich Wetter und Softwareentwicklung ähnlich sind. Geht noch weiter. Es gibt, bezogen auf den Ausgang einer Softwareentwicklung, es gibt keine wirkliche Kausalität. Ja? Ich kann nicht vorhersehen, was genau passieren wird. Es ist abhängig von unheimlich vielen Faktoren. Ja?
Jetzt haben wir ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Wetter gesammelt in den letzten Jahren und stellen uns dort natürlich, genauso wie in der Softwareentwicklung, auch die Frage, wie wird das sich denn in der Zukunft ändern? So. Und beim Wetter haben wir den Link hingekriegt, dass wir Daten sammeln und dann halt Auswertungen machen. Wie funktioniert das? Da gibt es so in Deutschland alleine stehen da 200 von solchen Dingern. Das sind Wetterstationen, die sammeln Daten, schicken die irgendwo hin, dort werden die ausgewertet. Dann entsteht sowas, wie so ein Wetterradar. Das ist nicht von heute, wie man sehen kann. Und wir können für uns entscheiden, was genau passiert. Das ist alles möglich, weil wir historische Daten sammeln, wir beobachten genau, was passiert und können daher eine Prognose abgeben, was passieren wird. Ja? Oder es gibt sowas. Hier geht es schon langsam los mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja? Wir sehen hier in diesem Verlauf diesen Mittelwert, das für uns die Wahrscheinlichkeit, also das Dicke ist das Wahrscheinliche, was eintreten wird. Und je weiter wir in die Zukunft gehen, bis hier, ist die Wahrscheinlichkeit der Schwankung extrem breit. Es wird immer breiter. Das geht hier nicht breiter, wahrscheinlich weil die Beobachtung und die Betrachtung entdeckt hat, dass es eine gewisse Stabilität gibt. Ja. Ich weiß, es ist viel. Ich mache nochmal weiter. Jetzt gucken wir mal nochmal wieder zurück auf die Softwareentwicklung. Wenn ihr etwas entwickeln wollt oder ihr gefragt werdet, ja, nach einem Demand oder was auch immer, was genau ist die erste Frage, die euch gestellt wird? Genau. Wie lange wird es dauern? Was kostet es? Wann ist es fertig? Und ich habe in den Jahren, in denen ich das jetzt mache, sehr oft dann gesehen, dass die Teams loslegen und den Blick in die Kristallkugel wagen. Ja, ich muss halt jetzt irgendwelche Annahmen treffen. Ich muss eine Schätzung abgeben. Also der Blick in die Kristallkugel. Ich habe es anfangs schon erwähnt. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Schätzungen falsch sind. So. Zuerst erstmal, da kann man jetzt viel Aufwand betreiben oder auch nicht. Das ist tatsächlich, also ich darf gar nicht sagen, wo das herkommt, aber das habe ich gesehen. Und da geht es dann halt los. Ne? Also ich weiß nicht, wer von euch hat sowas auch schon mal irgendwie ausgefüllt? Ja, so ein, zwei. Also es geht so um Rough Estimation, ja? Also Grobschätzung. Da frage ich mich auf drei Stellen am Komma, wie wahrscheinlich ist denn das? Und wie viel Aufwand habe ich da überhaupt reingesteckt? Ja? Wie viel Zeit liegt da drin? Ja? Dann gibt es natürlich noch Teams oder Firmen, die machen das Ganze agil. Das ist schon ein Stück besser aus meiner Sicht. Ich will da jetzt auch gar nicht, es gibt so ein Movement, so eine Bewegung, nennt sich No Estimates. Ja? Ist alles gut und schön, kann man drüber diskutieren, da will ich jetzt gar keine Zeit verlieren. Nur das Problem damit ist, wenn ich anfange, mir solche Schätzungen tatsächlich vorzulegen und diese mir selbst zum Ziel zu machen, dann gucke ich wahrscheinlich nicht mehr links oder rechts. Also liefere ich jetzt wirklich den Kundenwert aus oder liefere ich jetzt nur das aus, was ich da mal geschätzt habe irgendwann? Ja? Man darf nicht vergessen, die Wirtschaftlichkeit dahinter. Ne? Jetzt geht es weiter mit einer Geschichte. Das ist ein Balkendiagramm. Hier steht was von Kosten, Sprintplanning, Schätzung pro Sprint. Das habe ich von einem Bekannten aus Südafrika bekommen. Deswegen hier die Einheit, das ist südafrikanischer Rand.
Das sieht jetzt erstmal viel aus. Der Umrechnungskurs ist 15.000 Rand, sind 1 Euro. So, also für mich entscheidender ist die Anzahl der Stunden, die da drin verwendet wird, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das sind 30 Leute und dementsprechend 3 Teams, die in 3 Wochen Sprints arbeiten. Und so verbringen die 95 Stunden pro Sprint damit, Sachen zu schätzen. Könnt ihr mal für euch überlegen, so wie läuft denn das bei euch überhaupt? Was meine ich mit Probabilistik? Wer ist das? Wer ist das? Das ist mein Vater. So. Kann man ja sehen. Mein Vater, der ist ziemlich clever natürlich. Und der hat jedes Jahr am 2. Mai Geburtstag. Und jetzt kann man sich schon so denken, 2. Mai, dicht am April. Huhu. Das wird schwierig. Und mein Vater hat da so eine Leidenschaft, der feiert gerne und der isst auch gerne und der grillt auch gerne. Und natürlich steht da überhaupt nicht zur Diskussion, möchte ich jetzt, was mache ich zu meinem Geburtstag? Wir machen eine Feier draußen und wir grillen. Und dann sagt man halt so, Mensch, Fadi, aber der Wetterbericht, der sagt, das wird schütten. Das sagt er, ist egal. An meinem Geburtstag scheint immer die Sonne. Das ist ja erstmal clever, weil er greift auf eine gewisse Historie zurück. Ja? Und also es ist auch tatsächlich so gewesen. Bis vor 5 Jahren, da war es halt nicht so. Da hat es geregnet, die Gäste sind früher gegangen und ja, die Stimmung war dementsprechend im Eimer. Seit diesem Moment haben wir bilden Optionen. Also, und mein Vater musste begreifen, dass es besser ist, davon auszugehen, dass die Zukunft oder zukünftige Ereignisse für mich nicht nur ein Ergebnis haben, sondern mehrere. Und ich kann es nicht wirklich vorhersehen. Ja, seit dem Moment bauen wir ein Pavillon draußen auf. Ist okay, warm, wir sind geschützt, wir können auch schön sitzen, alles super. Nur derjenige, der grillt, der ist egal. Und das ist für mich, oder das ist das, was man unter Probabilistik versteht. Ja? Man möchte davon ausgehen, dass es in der Zukunft mehr als ein mögliches Eintrittsergebnis gibt. Ja? So, und jetzt kommen wir mit der Statistik, nachdem ich viel. Ich muss einmal kurz was trinken. Wir kommen jetzt in die Statistik. Also, wir wissen, Probabilistik, probabilistisches Denken, es gibt mehrere Möglichkeiten. Beim Wetter verstehen wir es. Kommen wir zurück zur Softwareentwicklung. Warum ich denke, dass das da auch so ist? Nämlich deswegen. Das war das Signal. Das ist ein Scatterplot, so nennt man das. Jemand schon mal gehört? Die blauen Punkte sind abgeschlossene Arbeiten. Jeder blaue Punkt ist eine abgeschlossene Arbeitseinheit. Was auch immer eine Arbeitseinheit ist, ob das jetzt ein Task ist, eine Story, ein Epic, wie auch immer ihr es nennt. Ja? Auf der X-Achse haben wir den Verlauf der Zeit. Auf der Y-Achse, dort ist es dargestellt als Cycle Time. Man kann es Durchlaufzeit, Customer Lead Time, wie auch immer nennen. Also, das bedeutet, Customer Lead Time, der Moment, danke, an dem eine Arbeit angefangen wird, in dem Sinne, ich committe mich darauf, ich fange an damit zu arbeiten, bis zu dem Moment, wo ich sage, ich bin damit fertig. Und jetzt kann man so einen Scatterplot nehmen und also das sind wirklich echte Daten von uns, von unseren Softwareentwicklungsteams und kann dann sagen,
Wenn ich sowas habe, wie kann mir das helfen, wenn ich einen Forecast mache? Bei so vielen verschiedenen möglichen einzutretenden Ergebnissen. Und da macht man sowas wie auch beim Wetter. Man fängt an, Perzentilen einzuzeichnen. 50%, klar, man trennt das. Ne? Die eine Hälfte oben, die andere Hälfte unten. Dann geht man in die nächste Perzentile. Weil bei 50% habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich zu 50% daneben liege. Das ist in einer Kommunikation mit dem Kunden nicht so vorteilhaft, meiner Meinung nach. Deswegen fängt man an, man geht auf die 85% Perzentile, mit der arbeiten wir häufig. Man kann natürlich auch eine 95% Perzentile oder wie auch immer, kann man hinschieben, wie man möchte. Wie man gerade für sich selber denkt, in seinem System, das funktioniert gut. Ich zeige euch das und ihr denkt wahrscheinlich, was will der mir erklären? Wir haben in diesem Moment, wo wir diese Daten auswerten, eine Aussage zu der Frage, wann wird es fertig sein? Wann bekomme ich das? Und das alles ohne zu schätzen. Wir haben einfach nur, wie beim Wetterbericht, Daten gesammelt und werten diese aus. Ja? So ein Scatterplot kann auch super helfen, um sowas wie Retrospektiven oder so, aber das brauche ich euch erstmal nicht erzählen. Man kann hier natürlich analysieren, so warum ist da oben so ein Ding bei 40 Tagen, obwohl der Rest ziemlich weit unten liegt. So, was ist da passiert? Ne? Weil das ist auch das kannst du nicht hervorsehen. Sowas passiert einfach. Und es geht dann darum, die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Warum ist das passiert? Was tun wir in der Zukunft, damit das höchstwahrscheinlich nicht mehr eintritt? Beim nächsten Bild bitte nicht erschrecken. Das war jetzt die Vorwarnung. Es gibt nämlich neben der Frage, wann wird eine einzige Einheit fertig, noch eine Frage. Nämlich, wann werden viele Sachen zusammen fertig? Und da bedient man sich im probabilistischen Forecasting einer Simulation, die nennt man Monte Carlo Simulation. Schon mal gesehen jemand? Genau. Wir berechnen das auf Grundlage des Durchsatzes. Durchsatz, nicht verwechseln mit der Durchlaufzeit. Durchsatz ist das, ist die Menge der Arbeitseinheiten, die in einer gewissen Zeit abgeschlossen werden. Ne, wir haben hier auf der Darstellung hier eine Einheit, die fertig wurde. Dann hatten wir mal ein paar Tage, wo nichts passiert ist. Dann den nächsten, dann hatten wir noch mal zwei. Das schwankt unheimlich. Diese Daten nehme ich, werte ich aus und mache daraus eine Simulation. Zum Beispiel, ich weiß ungefähr, ich habe noch 42 Arbeitseinheiten abzuarbeiten. Wie wahrscheinlich ist es oder in welcher Wahrscheinlichkeit, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit erreiche ich es, dass diese 42 Arbeitseinheiten abgeschlossen werden? Das Gute an der Monte-Carlo-Simulation ist, dass sie halt die Historie nimmt, auswertet und daraus also eine gewisse Streuung versucht abzubilden. Also es gibt verschiedene Durchsatz-Eintrittswahrscheinlichkeiten über den Verlauf der Zeit. Und die simuliere ich dann einfach. Hier muss ich natürlich eine gewisse Annahme treffen, wie viele der Arbeitseinheiten ich überhaupt noch offen habe. Ja? Aber das Ganze ist kein Hexenwerk. Kommen wir nochmal zurück auf die 95 Stunden. Ich vergleiche das gerne, weil so eine Monte-Carlo-Simulation mit den entsprechenden Hilfsmitteln kannst du permanent durchführen. Und solltest du auch. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass solche Simulationen oder so ein Forecasting nicht eine einmalige Sache ist. Sie soll dabei helfen, auch mit dem Kunden in die Diskussion zu gehen und zu überlegen, welche Optionen habe ich denn jetzt? Was soll ich tun?
laut Forecast, laut dem, wie sich mein System verhält, kommen wir irgendwann im August raus. Was können wir denn tun, wenn wir es früher haben wollen, um das andere Datum zu erreichen? Der Kollege hat mir dann nochmal so gegenübergestellt, was für einen Aufwand er hat in einem Sprint, um so eine Monte-Carlo-Simulation zu machen. Weil dafür brauchst du natürlich Daten, die musst du sammeln, täglich, wöchentlich, wie auch immer. Da musst du die irgendwie auswerten lassen. Das ist ein gewisser Aufwand, den hat man. Aber ich glaube, wenn man das gegenüberstellt, ja, und es geht nicht darum, Schätzungen komplett sein zu lassen. Schätzungen ist okay, macht das, wenn sie euch helfen. Es geht darum, dass man mit wenig Aufwand und wenig Mitteln genauso aussagekräftig, mindestens genauso aussagekräftig werden kann. Ja? Weitere Theorie, ich versuche es kurz zu machen. Das Ganze funktioniert natürlich nicht einfach so. Hat das jemand schon mal jemand gesehen? Das ist ein Cumulative Flow Diagramm. Hier sieht man, wie die Arbeit, die ins System kommt, durchfließt. Ja? Deswegen, also kumuliert, es steigt nur an. Es kann nicht abnehmen, es kann nicht abfallen. Und es gibt da so eine Regel, wie gesagt, es kann nur ansteigen. Die obere Linie zeigt mir die Arbeit, die gestartet wird. Und die untere Linie zeigt mir die Arbeit, die abgeschlossen wird. Das heißt, ich weiß, so viel Arbeit ist momentan in meinem System. Ja? Ich habe hier so eine Legende, was da gerade an Aktivität unternommen wird und das ist da gerade. Ja? Und dann kann ich das nutzen. Also, wichtig nochmal zu verstehen, das ist kein Forecasting. Das ist der Blick auf die Historie oder auf das Jetzt. Wie verhält sich mein System jetzt gerade? Was muss ich tun? Denn was ich haben möchte, ist ein limitiertes Arbeitssystem, ein stabiles, limitiertes Arbeitssystem, mit dem ich einen Forecast machen kann. Ja, also das hier ist so ein Nirvana, das ist utopisch zu erreichen. Was wir hier sehen ist, es wird die gleiche Anzahl der Tickets, Arbeitseinheiten angefangen, wie abgeschlossen. Kontinuierlich. Da kann ich einen super Forecast machen. Ja, das wollen noch nicht mal Monte-Carlo-Simulation. Was man aber häufig sieht, ist sowas. Ja, das ist ein Optionenpool und das ist in Arbeit. Ja, das ist hier irgendwie so ein Backlog oder so. Ja. Und was dann meistens passiert ist, ich habe kein limitiertes Arbeitssystem. Also ich nehme so viele Sachen rein ins System, wie ich dann überhaupt nicht abarbeiten kann, ne? Wie man hier sieht. Das verlässt nur wenig das System wieder. Ich staue Sachen auf. Hier drinnen liegen überall Sachen, die ich vielleicht mit 13 Punkten geschätzt hätte, aber irgendwann hier hinten rauskommen oder vielleicht auch gar nicht. Ja? Ich sollte anfangen, mein Arbeitssystem zu limitieren, damit es so aussieht. Vielleicht. Okay, ich habe jetzt noch 2 Minuten. Ich mache so einen kleinen Wrap-up, ne, was ihr jetzt daraus mitnehmen könnt. So eine Schätzung ist halt nur eine Schätzung und es ist okay, macht das. Seid euch aber bewusst, es kostet Geld und es gibt andere Methoden, Möglichkeiten, das zu tun. Habe ich euch gerade gezeigt. Christian Becker hat das vorhin in seinem ersten Talk schon gesagt, limitiert oder so nutzt VIP-Limits. Ich sage es auch nochmal, wenn ich als Unternehmensberater irgendwas machen müsste und eine Softwareentwicklung oder ein Softwareentwicklungssystem hätte, das Erste, was ich machen würde, wäre, das System zu limitieren. Ich möchte sehen, wie sich das System dann verhält. Ich möchte nicht irgendwo in Stau geraten und überhaupt nicht wissen, wann ist denn dieses gelbe Auto irgendwann hier vorne. Das kann ich überhaupt nicht mehr prognostizieren. Ja? Es ist total, also wahrscheinlich bewegt sich da überhaupt nichts. Und es ist egal, ob hier noch ein Platz frei ist oder nicht, wo ich nochmal Arbeit reinziehen kann. Ja? Ich muss halt davon ausgehen, dass ich eher Arbeit abschließen möchte, als wieder neue Arbeit anzufangen.
fangt an, eure Arbeit und die Durchlaufzeiten zu messen, weil damit habt ihr eine Aussagekraft. Ja, wir machen das entweder mit Post-its, da schreiben wir unten rein, so, dann haben wir angefangen, da haben wir das System verlassen. Das muss man dann halt irgendwann irgendwo in eine Excel-Liste reinschreiben oder man nutzt halt ein Tool, wie, sage ich jetzt nicht, und schreibt das da auf. Also warum haben wir das jetzt gemacht? Weil wir hauptsächlich mit physischem Board arbeiten, das aber trotzdem noch gegenmatchen wollen, wo in welchen Aktivitäten wir so und so viel Zeit verbringen. Und natürlich, dieses Projektmanagement-Tool hat wahrscheinlich die Daten eh schon bereit für euch. Also nutzt es und macht einfach mal so eine Simulation. Dafür reicht leider die Zeit nicht ganz, um das nochmal zu erklären, aber ich bin ja noch länger hier. Fangt nicht an zu beten und hofft, dass das Vorhergesagte eintreten wird, sondern macht dieses Forecasting permanent. Darum geht's. Geht in die Diskussion mit dem Kunden, versucht das auszuwerten und Optionen zu bilden. Was kann ich denn überhaupt tun, damit es ein anderes Ergebnis wird oder damit ich schneller werde oder wie auch immer. Das ist der Link jetzt wieder zum Wetter, denn beim Wetter machen wir das ja auch. Also ich zumindest weiß nicht, was in 2 Wochen für ein Wetter wird. Ich habe da Urlaub. Ich kann da jetzt mal gucken, was denn da so für Temperaturen angesagt sind. Aber je weiter ich da hinkomme, desto öfter mache ich es. Ja? Ich möchte dann wissen, ich möchte eine gewisse Sicherheit haben, wie das Wetter dort wird. Genauso sollte man das Forecasting auch tun. Und ich verstehe, dass Leute das mit dem Schätzen nicht machen, weil es halt sehr aufwendig ist. Ja. So, Leute, die mich inspiriert haben, da bin ich auch durch. Daniel Vacanti ist derjenige, der dieses Buch geschrieben hat und dementsprechend das ganze Thema Forecasting für mich, also mir ins Bewusstsein gerufen hat. Und nebenbei hat er auch dieses Tool entwickelt, das ich euch gezeigt habe. Da sind Links drin in den Shownotes nachher, da könnt ihr euch gerne angucken. Klaus Leopold, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist derjenige, der im Dachgebiet, derjenige, der Kanban voranbringt und eigentlich zuerst übersetzt hat. Und Troy McGinnis, der ist halt auch ganz groß in dem Forecasting-Thema und Gebiet drin. Hier noch kurz die Quellenangaben, sind nachher drin. Und das war's. Schön, dass ihr da wart. Gibt es Fragen? Du hast ja die Arbeitseinheiten gesprochen. Das ist natürlich ein relativ stehbarer Begriff. Irgendwie wird aber wahrscheinlich auch zu gewährleisten sein, dass die einigermaßen gleich groß sind. Gerät man dann nicht eigentlich auch wieder so ein bisschen im Bereich von Schätzungen oder Bewertungen oder wenn man eine gewisse Art von Kanularität Ja, gute Frage. Das ist immer so mit die erste Frage, die sich da stellt. Ne? Wenn ich, naja, also ich scroll da noch mal kurz hin. Ja, verstehe ich. Ich muss mir aber auch im Klaren darüber sein, dass es ein ganz anderes Ergebnis Ergebnis liefern kann, als ich da denke, dass ich habe. Was wichtig ist in dem Kontext, als Entwicklungsteam oder System, wenn ich solche Daten wie der 85%-Perzentile an den Kunden gebe, ja, gib mir das, wir fangen damit an, in 16 Tagen oder kürzer kannst du das Ergebnis haben, hast du eigentlich schon so eine gewisse Vorahnung, passt es da rein oder passt es da nicht rein? Ist es okay? Wollt ihr damit anfangen? Müssen wir es kleiner schneiden oder nicht? Das ganze Thema Story Slicing und so weiter, das ist klar, logisch. Aber fühlen wir uns komfortabel damit, zu sagen, das passt zu unserem bisherigen System. Ich kann damit jetzt in die Entwicklung gehen. Ja.
Was sagst du? Ja. Weitere Fragen? Ich hoffe, ich habe euch da jetzt echt nicht mit überrollt. So. Ich meine, es ist jetzt auch der letzte Vortrag gewesen. Ich weiß, es ist sehr theoretisch. Ich hoffe, ich habe den Link geschafft übers Wetter dahin. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Danke.